Das ist meine Linde. Die habe ich entdeckt, sozusagen mein Baum. Ich komme öfter hier hin, setze mich hin und sprich mit der Linde. Habe ich Linde gesagt? Buche. Ganz viele Augen, traurige Augen, fröhliche Augen, lachende Augen. Das ist ein uralter Baum, mit der ich mich irgendwie seelisch verwandt fühle. Manchmal komme ich auch vorbei und stehe davor und bitte den Geist der Buche, mir einfach zu segnen. Go ahead, guys. Join the bit. Ja, ich bin in Sri Lanka geboren. Meine Familie waren ziemlich wohlhabend. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich war wohl behütet. Aber was mich auch, denke ich, auch von Anfang an meine Biografie geprägt hat, war, dass meine Familie ein Jung sich gewünscht habe und ich das zweite Mädchen in der Familie war. In meine Familie, also habe ich, meine Mutter hat mich auch sehr geprägt in ihre Frauenrolle. Sie war zuständig für ein ziemlich großes Anwesen, aber sie war an Seite meines Vaters und das hat mich, glaube ich, auch als Frau sehr geprägt, dieses, einfach. Man ist gebildet, aber steht an Seite des Mannes. Auf jeden Fall, als ich dann Abitur in der Abiturphysik nicht geschafft habe, hat über 3-4 Ecken habe ich von jemand gehört, dass man in Deutschland medizinische Berufe studieren könnte und ich könnte hier erstmal als Au-pair-Mädchen hierher kommen. Und so bin ich dann nach Deutschland, also durch die Zufälle, die zusammengewirkt haben, bin ich dann nach Deutschland gekommen. Ja, und mein Weg in Deutschland hat mich überall hingeführt. Ich habe viel erlebt, viele Schwierigkeiten, viele Hindernisse musste ich überwinden, viele Trennungen, Abschiede und Neubeginne. Und in dieser, ich denke mir, was mir Kraft gibt, ist, so, wenn ich mir sage, dass ich selbst diesen Weg gewählt habe, um die Freiheit des Geistes und mein Inneres leben zu können. Und ja, und das gibt mir einfach Kraft, weiterzumachen und nicht daran zu verbittern. Also ich gehe ja öfter tanzen. Und in dieses Club, wo wir tanzen, also es ist so ein Oldies-Club eher, würde ich sagen, die haben immer zum Vollmond Vollmond-Trommeln gehabt. Und zu dem Vollmond-Trommeln gab es immer eine Live-Band, die getrommelt haben und irgendwelche Instrumente gespielt. Das waren afrikanische Trommeln. Und einmal habe ich jemanden gehört, der dieses Instrument spielte. Und das hat mich so verzaubert, habe ich den gefragt, was ist das? Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen gehabt und es hat mich sehr begeistert. Und ja, der sagte, das wäre auch ein afrikanischer Kora, also kommt aus Ghana und Senegal, die haben das alle. Und dann habe ich ihm gefragt, ob er mir unterrichten würde, auf dieses Instrument zu spielen. Und ich hatte ihm auch gesagt, dass ich keine Noten kann und eigentlich so auch nicht unbedingt das beste Gehör habe, weil ich sowas nicht gelernt habe. Und er hat das wirklich gesagt, ich könnte das ausprobieren. Und dann bin ich alle 2 Wochen zu ihm hingefahren und habe das dann von ihm gelernt. Und das, das Spannende ist eigentlich, er hat mir nur Tonfolgen vorgespielt und ich habe es versucht, wirklich mir zu behalten. Also es gab keine Noten. Er hat mir nur gesagt, ja, linke Hand, rechte Hand. Und dann habe ich das aufgeschrieben, so ganz einfach.
Und das dann, ich durfte auch das Instrument dann ausleihen und habe das dann zu Hause geübt. Und nachdem ich, glaube ich, 1,5 Jahre Unterricht gehabt habe, da habe ich irgendwie ihn gefragt, ob er mir, er hatte mehrere dieser Instrumente und ich wollte dann eins kaufen. Und dann hat er mir wirklich dieses Kora, was er in, extra in Ghana für sich machen lassen hat, hat er ja gesagt, ja, du kannst es kaufen. Und Ralf, der jetzt nicht mehr lebt, und der Partner davor, Matthias, die haben beide wirklich das Geld dafür ausgegeben und mir das zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Ja, das war die Geschichte der Kora. Ach so, du hast sozusagen nicht das, ja. Eigentlich macht mir jetzt total Spaß, meine Bilder anzuschauen. Siehst du, was hier so alles ist? Irgendwie sowas. Hast du das Gefühl? Ja. Ja. Mhm. Mal stärker oder mal schwächer? Ja. In Berlin, so ein ganz buntes Berlin, wo wirklich so, wo ich denke, das ist wirklich so eine Synthese. Also sie haben gesagt, das sind deine Wasserfallbilder in Berlin. Ja, so. Was die sagen, ist ja eigentlich ausschlaggebend. Ja, okay, ich sag immer wieder die Sachen. Entscheidend ist doch für dich, weil ich sehe das immer so als schwierig an, wenn man sich ganz bestimmter Stereotype Bild, so fast ikonografischer Bild Aussagen bedient. Also kann das sein, dass das fast auch schon einen therapeutischen Ansatz hat? Bestimmt, weil also ich sag mal, ich habe nie Malerei gelernt, ich habe einfach nur so gemalt. In Sri Lanka in der Schule war es halt so, dass wir hatten eine sehr exzentrische Mallehrerin. Sie hat uns einfach zum Malunterricht so eine Palette mit verschiedenen Farben gefüllt und hat sie nur ein Thema genannt, so Zirkus, Strand, irgendwas. Und dann haben wir einfach, sie ging dann umher und hat uns so korrigiert, nicht korrigiert, sie hat uns einfach so Vorschläge gemacht. Du könntest mal hier die Ecke noch mal ein bisschen beleben oder da könntest du mal gucken, so. Aber wir haben wirklich, also ich empfinde das wie ein bisschen wie so ein Manko in Deutschland, weil hier kennt jeder was Perspektive, was, wie sagt man dieses Ding, Fluchtpunkt. Und wenn Leute meine Bilder angucken und die mir sagen, ja guck mal, der Fluchtpunkt, dieses Begriff Fluchtpunkt zum Beispiel habe ich nie begriffen. Obwohl manche gesagt haben, ja, so. Also ich habe es halt wirklich ganz schwer, die Technik zu verstehen hinter den Dingen. Und ich brauche doch, um eine Wirkung zu erfahren, nicht unbedingt ein Gerüst, an Gesetzmäßigkeit. Wenn ich das benötige, bin ich behindert. Ja, ja, okay. Bin ich sehbehindert, ohne Fantasie. Also deswegen ist das vollkommen egal, wenn jemand sagt, ich kann da ran, ich finde keinen Einstieg. Oder das ist alles auf den Kopf gestellt. Na und? Das ist doch die Freiheit der Kunst. Weil du bist dann weg von der akademischen Malerei, die ja irgendwo nach einem bestimmten Schema gehäkelt wird. Ja. Und die ist dann auch da streckenweise auch sehr mittelmäßig und langweilig. Ja. Also du setzt dich über diese, sagen wir mal, rudimentären Gesetzlichkeiten hinweg. Ja. Unbewusst. Ja, genau. Das ist so immer dieser Zwiespalt, in dem ich manchmal stecke, weil ich dann denke,
ja, das, was ich mache, ist ja nicht gelernt und dadurch entsteht etwas, wo ich dann immer das Gefühl habe, ich kann mich dann nicht mit den richtigen Malern nicht messen, weil ich einfach das nie gelernt habe. Und das ist so immer so ein Ding. Und inzwischen, glaube ich, jetzt langsam komme ich dahin, wo ich sage, ja, das ist wirklich mein eigener Stil. Das sind drei Bilder, die ich dieses Jahr gemalt habe, also in 2018, die ich wie eine Art Trilogie empfinde. Der graue Berliner Winterhimmel hat mich hierzu inspiriert und ich empfand mich auch in eine Lebenssituation, wo ich mich wie diese Frau empfunden habe, wo ich wirklich keine Zukunft gesehen habe, kein Ziel, sondern wirklich, dass ich mein Leben sehr so gestalten musste, dass ich sage, ich muss den Fokus halten und einfach nur sehen, dass die Bälle sozusagen die verschiedenen Situationen wirklich zu jonglieren und sehr achtsam zu sein. Und Grau, die Farbe Grau hat mich sehr inspiriert oder sehr fasziniert. Darüber habe ich auch in meinem Buch etwas geschrieben. Und da ich 25 Jahre über den Dächern Berlins lebe, empfinde ich das auch wie Berlin aus meinen Augen, könnte ich das nennen. Und ich empfinde auch dieser Kontrast von Grau und Bunt, wie Berlin für mich darstellt, und auch das Einsame und Gemeinsame. Ja, im März, April, als ich durch die Stadt mit der S-Bahn fuhr, haben mich die Kleingärtenkolonien sehr begeistert. Ich habe auch bei mir um die Ecke Kleingärten, wo ich gerne spazieren gehe. Die sind für mich so kleine Oasen mitten in der Stadt. Und aus dieser Idee, als das Bild entwickelte, war mir irgendwie immer klarer, dass hier der Vielfalt in Berlin widerspiegelt mit den unterschiedlichsten Menschen. Und auch die Artenvielfalt in den Kleingärten. Und dann habe ich auch den Funkturm noch dazu gemalt, weil wie in dem ersten Bild, weil ich den Funkturm halt aus einem meiner Fenster jeden Tag sehe. Und das ist so für mich so, wie ich, was ich mit Berlin sehr verbinde. Also über die 25 Jahre, wo ich auch hier lebe. Ja. Ja, dieses Bild habe ich im Sommer gemalt. Ich male ganz gerne im Einklang mit der Natur, also mit den Jahreszeiten, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Schwingungen der Jahreszeiten auch in dem Bild sichtbar werden. Und in dieses Bild sind auch ganz viele kleine Dinge haben sich reingeschlichen, die ich selbst auch erst dann entdecke, zum Beispiel sind einige Leute auf diesem Bild, was in der S-Bahn sitzen, in dem Bild davor. Und ja, wenn ich male, gibt es halt diese Phase, wo ich dann wirklich alles auf die Leinwand, so das Konzept erstmal steht. Und dann gibt es eine Phase, wo ich anfange zu spielen. Und diese Spielphase, also macht mir ganz viel Freude. Dann lache ich laut und mache irgendwelche Details rein, die wahrscheinlich kein anderer entdecken wird, aber mir macht es dann wirklich ganz viel Freude. Und ja, es gibt hier viel zu entdecken, zum Beispiel da ist ein WM-Ball, dann in den Autos, auf der Autobahn sitzen ganz viele Menschen, die ich kenne. Und ja, also ich will ja auch nicht alles verraten, es gibt ganz viel zu entdecken. Und Katja, meine Mitbewohnerin, hat diese Bilder angeschaut und sie kennt ja meine Wasserfallbilder aus Sri Lanka und sie meinte, das wären sehr ähnliche Bilder, die jetzt aber in Berlin stattfinden. Und sie hat damit schon recht und ich denke, nach 40 Jahren, wo ich in Deutschland lebe, jetzt ist da eine Synthese zwischen Berlin und Sri Lanka, was in meine Bilder irgendwo sichtbar werden. Ja, es war ein Zufall. Ich war auf einer Ausstellung und eigentlich sobald ich da war, fand ich diese Galerie so schön, weil ich schon eine ganze Weile mir gesagt habe, dass ich sehr gerne meine Bilder in eine Galerie ausstellen möchte.
Die Galerie liegt in Kreuzberg, in der Kreuzberger Straße. Und der Galerist heißt Hulusi Halit. Und es ist ein sehr schöner Standort, direkt neben dem Kreuzberg. Und was ich an dieser Galerie schön fand oder schön finde, ist, dass man die Bilder 4 Wochen lang hängen darf. Und es gibt halt verschiedene Veranstaltungen in der Zwischenzeit. Also ein Musikkonzert und manchmal auch Performance-Veranstaltungen. Und das fand ich schön, dass meine Bilder sozusagen dann den Rahmen bieten für auch andere Veranstaltungen. Ja, die Vernissage war sehr schön. Also ich hatte auch das große Glück, dass die Freundin meines Sohnes, Natascha Ginweller, die eine Kunstkuratorin ist. Sie war gerade in Berlin, weil sie am Hamburger Bahnhof etwas mitgemacht hatte. Und sie hat mir geholfen, meine Bilder auszusuchen. Das wäre eigentlich das schwierigste Teil meiner eigentlich Ausstellung gewesen, von meinen vielen Bildern eine passende Auswahl zu finden. Und sie hat mir dabei geholfen und sie war auch bei der Vernissage dabei und hat ein paar Worte gesprochen. Am Ende der Vernissage war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte das Gefühl, meine Sri Lanka-Wasserfallbilder und diese Bilder wurden so angenommen, aber meine etwas leise Bilder oder die etwas schwieriger, vielleicht stillere Bilder haben nicht so viel. Auf jeden Fall, es war viel los, viele Leute und ein bisschen war ich, habe ich erwartet, dass die Menschen viel mehr über die Bilder sprechen, aber das ist nicht stattgefunden, aber es war insgesamt wie so eine schöne Party. Und es waren auch immer wieder für mich interessant zu sehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bilder gut fand. Und das war, fand ich, das ist etwas schwieriges Bild von mir, aber das findet die gut. Ja, das war schön. Und dann gab es danach, nach einer Woche, habe ich eine Lesung dort gemacht von einem Buch, was ich geschrieben habe. Gewebt aus den Farben des Lebens und das ist auch sehr gut angekommen. Als Kind liebte ich Bücher, die eine Ansammlung von verschiedenen Geschichten und Gedichten enthielten. Manches darin fand ich so schön, dass ich sie immer wieder las und andere mich weniger interessierten. Das ist so ein Buch. Ich habe es wie einen Teppich aus verschiedenen Fäden und Materialien gewebt. Und dabei versucht, scheinbar Unvereinbares in diesem Webstück zusammenzubringen. Ich schreibe dieses Buch nicht als Protagonistin meiner eigenen Biografie. Ich schreibe es aus der Sicht einer Mitwirkenden auf der Bühne des Lebens. Mit meinen vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnissen webte ich Stück für Stück mein Lebenskunstwerk. Jahr für Jahr, Tag für Tag, entdeckte ich neue Farben und Farbnuancen, die in mir waren. Ich nahm meine hellen und dunklen Farben an. Die eine war nicht besser oder schlechter als die andere. Die rauen Fäden, die glatt geschmeidigen, die seidig glänzenden und die widerspenstigen webte ich alle hinein. Dieses Buch hat sich wie ein organisches Werk entwickelt, so dass es wie zu einem menschlichen Wesen wurde. Es gliedert sich in die Abschnitte Körper, Wurzeln, Mensch, Seele, Herz, Mensch und Geist, Kopf, Mensch. Ich hatte mich vor ein paar Jahren mit einem Kreis von Menschen getroffen und wir haben unsere intuitive Arbeit geübt. Und, einen Tag haben wir mit Weidenzweige etwas gestalten. Ich habe dieses Gestalt, das war mein Gestalt, und mein Gestalt war eben dieses. Egal, also letztendlich ging es ja darum, dass wir auch das, was wir gebaut haben, nochmal verstehen sollten, was es mit uns zu tun hat. Und ich habe mein Gestalt Through, mein Naturgeist, genannt. Von da an, bestimmt 2 Jahre, hat dieses Through und immer noch, gestalte ich mein Leben wie Through. Das heißt,
der hat eine Stabilität, der auf verschiedene Beine steht. Verschiedene Dinge spielen da eine Rolle in meinem Leben. Ich versuche einfach wirklich, ja, durch das Leben zu tanzen, mal auf dem Bein, mal auf den Bein. Da hat diese etwas eine Wichtigkeit. Das waren so wirklich so wie verschiedene Facetten, verschiedene Beine, auf denen ich tanze und mein Leben gestalte. Neulich war ich im Tierpark mit einer Freundin, obwohl ich eigentlich ungern eingesperrte Tiere sehe. Und als ich diese unglaubliche Vielfalt an Tieren, Vögel, Fische, Reptilien und so weiter sah, kam mir plötzlich der Gedanke, dass es doch irgendwo vielleicht ein künstlerischer Schöpfergeist geben muss, der mit einer bunten Palette von Farben da sitzt und nach Lust und Laune einfach neue Kreaturen erfindet. Ich kenne selbst dieses Gefühl, wenn ich ein Bild male und die Spiellaune in mir wach wird, dann fange ich an, laute, spaßige, aber sinnlose Details einzufügen. Also hier ein Punkt, dort eine andere Farbe oder irgendein schräges Muster. Hast du mal genauer die Zebras und die Giraffen dir angesehen? Das kann doch unmöglich aus einer Mutation oder als Evolutionsschritt entstanden sein, oder? Da werde ich echt ganz schön andächtig. Also wir wissen so wenig über dieses Leben und darüber hinaus. Ja, Rowena und ich, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das ist schon viele Jahre her. Da war ich Dozent für Homöopathie und Rowena war meine Schülerin. Wir haben zusammen praktiziert über mehrere Jahre, auch in einer Praxis und haben uns die Arbeit geteilt. Wir vertreten uns auch regelmäßig, was Patienten angeht. Rowena hat ein Element in meine Praxis auch reingebracht, das kommt von ihr. Das ist die intuitive Ader, das ist die Kreativität. Das ist die Fähigkeit, Dinge von einer ganz anderen Position zu sehen. Ich bin da eher der analytische Mensch. Rowena ist sehr viel mehr da synthetisch, könnte man sagen, im Sinne von diese kreativen Ideen, das emotionale Element und das Querdenken. Rowenas Bilder sind sehr farbenfroh, sehr ausstrahlend. Druckstark, sehr, sehr vielseitig. Es sind viele Elemente in den Bildern. Man findet sehr viel und es ist eine Verbindung zwischen zwei Welten, der Welt aus Europa und der Welt aus Asien oder Sri Lanka genauer gesagt. Und es sind sehr, sehr ausdrucksstarke Bilder. Ja, ich bewege mich ein bisschen chamäleonartig zwischen den Welten, zwischen den verschiedenen Kulturen und Realitäten. Und ich merke, dass doch alles relativ ist. Wenn ich aber kreativ tätig bin, schreibe oder male, gebe ich mich hin und fühle dabei einen Halt, einen Sinn, eine Struktur und vor allem eine Verbundenheit, sogar vielleicht eine Heimat.